Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104 in Teterow am Mittwoch. Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzten sich 4 Insassen, 3 von ihnen schwer. Die Retter kamen mit einem Großaufgebot zum Einsatz. Laut Polizei hatte sich das Unglück gegen 13.10 Uhr am Abzweig nach Pampow ereignet. Der 64-jährige Fahrer eines Behindertentransporters bog von der Bundesstraße nach links in das Gewerbegebiet ein. Ein entgegenkommender und geradeaus fahrender Renault konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte frontal in den querenden Transporter. Im Renault befanden sich 3 Insassen, im Transporter nur der Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden die Personen im Renault eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Bei einem von ihnen gestaltete sich die Rettung besonders schwierig. Die Kameraden mussten Dach und eine Tür des Wracks entfernen. Erst nach einer Stunde war der Insasse befreit. Er kam mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Rostock. Die beiden anderen Insassen im Renault wurden ebenfalls schwer, der Fahrer im VW-Transporter leicht verletzt. An der Unglücksstelle landeten insgesamt 3 Hubschrauber, da man zunächst von einer erhöhten Anzahl an Verletzten ausging. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.